Chris, wie war es für dich heute zu spielen in der Atmosphäre und was war das für ein Spiel? Wow, Wahnsinnsspiel, Wahnsinnsatmosphäre. Ich glaube, ein richtiger Hexenkessel, die Stimmung 90 Minuten, richtig top. Ja, natürlich gewonnen dann. War gut, ja. Habt ihr das so erwartet und war das auch ein bisschen ein Lerneffekt aus der letzten Saison Europacup, dass man gesagt hat, okay, da hat man seine Tribute gezahlt und jetzt kommt das zurück? Ja, ich glaube, das schon wichtig war dann letztes Jahr die Erfahrung gemacht zu haben. Und dieses Jahr hat dann mehr oder weniger jeder schon Europacup-Minuten gehabt. Das hilft natürlich, mit so einem Druck dann auch umzugehen, glaube ich. Und ja, ist gut gelaufen heute dann. Wie gut tun die Saves? Ja, ist natürlich super, wenn man der Mannschaft so helfen kann. Leider dann doch nur eins kriegt, aber das können wir, glaube ich, verschmerzen heute. Gehen wir mit dem 2-1 Vorsprung ins nächste Spiel und dann wollen wir daheim unseren Fans wieder sowas bieten und auf jeden Fall wieder eine Runde weiterkommen. Stichwort Fans, wir haben es am Anfang des Interviews jetzt kurz angesprochen. Wie wichtig wird die Unterstützung zu Hause sein? Ja, ich glaube, wie man es dann hier auch gesehen hat, Legia, zweite Halbzeit, wie die Fans die nach vorne gepeitscht haben. So wird es bei uns dann auch sein, bin ich von überzeugt, dass unsere Fans da voll mitgehen werden. Und dann auch hier waren, weiß ich nicht, wie viele wieder dabei. Das ist Wahnsinn, der Support im Verein und mit den Fans. Deswegen, gut.